Ja, ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent, die Custom Story Abduction. Yeah. Ich will es mal hoffen, dass hier keine weiteren Monstulinos, ja, auftauchen. Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Ich bin hier. Ah, sowas von falsch. Wo war denn der Raum? Wo war der Raum? War hier? Nö. Verdammt, wo ist der Raum? Achso, hier wo die Tür. Ja, stimmt ja. Da ist ein Monster gewesen. Stimmt ja. Das Monster, was mich also, ne? Gedingsen wollte. So, und das müssen wir wieder bestimmt füllen. Mit Azit. Wir haben jetzt Azit dabei. Das ist ja Knorke. So, ich habe jetzt um ca. 12 Minuten nach angefangen. Das heißt bis ungefähr 27. Ja, Leute, ich versuche immer die Uhr so ein bisschen im Auge zu behalten. Also jetzt beim ersten Part. Beim ersten Part. Beim zweiten Part, den ich jetzt gerade davor aufgenommen habe, hat das ja. Was? Ja. Hat das ja ganz gut gepasst. Mit 14 Minuten ist das ja gewesen. Is locked with a simple lock. Das jetzt, oder was? Nö. Dann müssen wir das machen. Hä? Oder die hohle Nadel? Boom, Baby! Ach, ich bin gut. Ja, und wie gesagt, ich versuche immer so die 15 Minuten einzuhalten. Sieht auf jeden Fall heller aus, das ist schön. Okay. Das sieht irgendwie so aus, als wenn da gleich, irgendwas auftaucht. Machst du bitte die Tür auf? Dankeschön. Barry Knorke. Alter, was ist mit der Maus los? Irgendwas stimmt doch da nicht. Meine Güte. Hä? Och, nö. Alter, nö. Alter, das finde ich jetzt nicht so schön, ne? Lass mich raten, wenn ich ins Wasser gehe, taucht das Wassermonster auf. Ich höre schon Planschen. Ja. Genau das habe ich mir doch gedacht. Fuck it. Das ist das, was ich bei Amnesia so hasse. Lauf, du Spasti. Danke. Jetzt ist bloß die große Preisfrage. Es sieht hier wirklich so aus, als wenn ich im Altarraum wäre bei der Hauptstory, weil es hier so schön mit Blutnebel gefüllt ist. Und ich muss ja ehrlich sagen, mir gefällt das nicht so ganz, ne? Du solltest mal ein bisschen runterkommen, ne? Wir könnten eigentlich mal einen Kaffee trinken gehen. Oder einfach mal uns auf die Wiese legen und einfach mal ein bisschen runterkommen, ne? Ich finde das nicht okay, was du hier machst. Hat sich da irgendwie falsch angehört, aber naja, egal. Könnte es möglich sein, dass ich da hinten in den. Langsam bin es. Immer mit der Ruhe. Kann es sein, dass ich da hinten in den Raum rein muss? Können Sie mir das vielleicht sagen? Mr. Unsichtbar, Typi, Spasti, Pümpelmann. Ach, leck mich doch. Hihihi. Ja. Wow, das gab einen kurzen Lag. Das war ja nicht so schön. So, jetzt muss ich hier nochmal eben drum gucken. Weil ich weiß ja jetzt ja nicht, wo, ne? Genau. Ja, Wurstbrot.
Hier, spiel ja nicht mehr. Tschüss. Wow. Hier du, ne? Hier. Genau, nimm mal den Hammer, geh da hinten spielen. Scheiße. Uno momento. Ich bin sofort für Sie da. Hier, geh mal da hinten hin. Oh, Laudanum. Aber einen Schalter oder so sehe ich jetzt hier nicht. Oder habe ich irgendwas an den Augen? Ja, ist gut. Monstolino. Ist mir scheißegal, wie du heißt. Ja, gut. Ich versuche jetzt einfach mal da hinten wieder auf die Kiste zu kommen. Oh, hat ganz gut geklappt. Ja, ihr müsst entschuldigen, ich habe jetzt so einen leichten Frosch im Hals und der stört ein bisschen. Komme ich da hinten so drauf? Gewässert gar nicht. Ach komm, wir probieren es einfach mal. Cool. Aber der hängt mir doch ganz schön am Arsch. Willst du mich verführen? Nein, Quatsch. Themawechsel. Ja. Wow. Oh, danke. Ja, es ist jetzt wirklich die Frage, ob ich in diese Räume rein muss. Ja, hier, verpümpel dich mal. Komm, einfach mit Schmackes da jetzt rein. Juhu! Öl ist immer gut. Oh, hat du Hunger? Hat du Hunger? Komm, kriegst eine Hand, bitte. Zünderbüchsis. Danke. Wow. Das war natürlich mega. So. Hä? So und da. Das ist, glaube ich, ein bisschen buggy. Very heavy gate. You cannot lift it. Okay. Scheiße. Also, Hallo! Ja, müssen wir wahrscheinlich auf die andere Seite. Alter, kann sich dieses Monster vielleicht mal verpissen? Ich wäre ja sehr dafür. Also langsam geht's mir ein bisschen auf die Eier. Meine Güte. Ah, nee, du, geh weg. Hab keine Sprechstunde, Kumpel. Jetzt ist bloß die Frage, wenn wir jetzt da drüben, wenn da irgendwie ein Hebel oder Schalter ist, würden wir dann hier ganz schnell rüberlaufen wegen dem Tor, weil das dann wieder zugeht oder wie oder was oder wo? Oder. Sagt's mir bitte! Ja, ich habe jetzt noch circa 6 Minuten Zeit. Und ich möchte das eigentlich in diesem Part noch fertig kriegen. Also, das hier mit dem Unterwasser. Also, mit. Ja. Mit dem unsichtbaren Wasserpümpel hier. So, sag mal so. Mensch. Schwierig. Der ist irgendwie ein bisschen anhänglich, oder? Oder täuscht das?
Ja, danke schön. Jetzt hätte der mich fast getroffen. Ja. Aua. Schön, wenn der Spasti hier die ganze Zeit im Wasser rumplanscht und nicht aus dem Wasser will, ne? Ist dann ein bisschen kacke. Kaum bei Bewusstsein. Ach naja, komm, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Ist egal. Das ist ja nicht so schlimm. So. Hallo. Kann ich irgendwas Gutes für Sie tun? Wollen Sie ein Bier? Hab eins im Kühlschrank. Müsste ich holen. Du kriegst kein Bier. Wann trinke ich das? Kannst du aber rauchen. Oh. Ah, ich glaube, da hinten ist schon Schluss. Ja, wenn ich jetzt auf die letzten Millimeter hier noch sterben sollte, dann trete ich mich aber in den Arsch. Dann ist echt was los. So, jetzt ist die große Preisfrage. Müssen wir da vorne in die Tür oder müssen wir hier rein? Tja. Okay, hier ist schon mal ein Schalter. Nur die Frage, müssen wir uns beeilen? Hm. Pass mal auf. Pass mal auf, ja. Und nach oben? Ah ja. It is locked and will not open without a key. Schön. Ein Key habe ich nicht. So, jetzt die große Preisfrage. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wow. That was a little bit knapp, aber... Komm, wir machen das jetzt einfach mal hier so auf eine Schnelltour. Vielleicht geht das ja irgendwie. Oder ich bin gleich tot. Wow. Wie sieht es mit unserem Gesundheitszustand aus? Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Komm, ich nehme mal hier ein Laudanium, dann geht es uns wieder gut. Ja, und genau das habe ich mir nämlich gedacht. Und ehrlich gesagt, wenn dieses Wassermünster hier ist, habe ich da ein Problem mit. Können wir das nicht irgendwie wegbacken oder so? Geht das nicht? Das ist ja toll. Jetzt muss ich wieder zurück. Hebel runter und dann hier ganz schnell rüberlaufen. Ob das klappt, ich weiß es ja nicht. Ich geh doch auf da! Lauf, du Pömpel! So. Ja, genau, Unterwassermonster. Warum rede ich eigentlich immer vom Unterwassermonster? Von einem unsichtbaren Wassermonster. Wäre vielleicht ein bisschen besser. Hier, Fifi, komm rein hier. Hier ist der Pömpel. Genau, Fifi, das machst du richtig. So. Also. Los, spring, spring, spring und lauf, lauf. Lauf, oh, lauf doch nicht gegen die Ecke, Mensch. Zack, 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 zack. Muss ein bisschen fixer gehen hier. Komm, 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 komm. Sehr schön. Oh, los, rauf da. So, nimmst du das Ding mal bitte? Dankeschön. So,
Oh, einmal Öl. Und hier soll jetzt ein Schlüssel liegen. Wo? Please say me wo. Bitte sagen Sie mir, wo dieses Ding liegen soll. Bitte. Ach, das. Oh, tschüss. Wow. Ja, die 15 Minuten sind jetzt eigentlich vorbei, aber ich werde das jetzt eben noch zu Ende bringen hier mit dem Unterwasser. Was hab ich immer mit Unterwasserpart, sag mal? Mit dem Wasserpart, ne? Hallo! Springst du da mal bitte hoch? Wo ist das Monster jetzt? Ach, da hinten. Ja, schön. So, ich laufe mal eben um mein Leben. Weil wenn das da noch am Fressen ist, dann ist es ja ein bisschen abgelenkt. Und das ist sehr gut so. So. Dann nehmen wir uns einmal den kleinen silbernen Schlüssel und gehen mal ganz schnell ins Atrium. So, dann haben wir das Gott sei Dank geschafft. Ah, und jetzt kommt wieder diese schöne Musik, die ich ja bei Amnesia sehr liebe. So. Wow, das sieht geil aus. Jetzt mal ohne Scheiß. Das sieht hammergeil aus. So, Moment, den Zettel lesen wir nochmal eben. When the eagles see blue and the lions see red, one drop of your blood shall reveal the path ahead. Okay. Was hat das jetzt mit Blue und Red zu tun? Ah, Moment. Genau. Empty Pedestal. Pedestal. Oh Gott, ich kann kein Englisch. Da müssen hier wahrscheinlich, muss hier ein roter Dings rein, so ein roter Kristall oder so. Und hier bei den Adlern ein blauer. Genau, so wird das, glaube ich, sein. Nur um diese Dinger zu finden. Ah! Da muss ich hier, glaube ich, in die verschiedenen Räume rein. Und hier sieht das irgendwie so aus, als wenn. Ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwie was ist, aber. Na gut. Ich gebe mich geschlagen. Gut, dann würde ich sagen. Ich gehe jetzt. Oh Gott, hier ist er noch. Sind ja drei Türen. Oh Gott. Oh mein Gott! Gut, Leute, wo ich dann das nächste Mal hingehe, das entscheide ich dann in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich erstmal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen gegruselt, so wie ich jetzt gerade bei dem scheiß Unter... Es ist kein Unterwassermonster, Dennis, jetzt merk es dir mal bitte. Es ist ein unsichtbares Wassermonster. Genau das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit sagen, aber ich lerne es wahrscheinlich nicht. Naja, ist auch egal. Ich bin sowieso dumm. Dumm ist ja mein zweiter Vorname. Einzig ist der erste Weg zur Besserung, heißt es, glaube ich, auch. Naja, gut. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich sage tschö mit Ö und bis zur nächsten Aufnahme. Ciao.